Wenn ich jetzt 2010 und 2016 vergleiche, dann ist das ein gewaltiger Unterschied. Allein von dem, was es jetzt hier einfach an Angeboten an Kaffees, an Möglichkeiten gibt. Ich merke aber auch, dass es quasi, dass der Kiez immer belebter wird durch die Studierenden. Das heißt, dass die Studierenden hier bleiben, hier wohnen, hier auch mal eben mehr Zeit verbringen oder auch an der Hochschule mehr Zeit verbringen. Das heißt, ich glaube schon, dass der Kiez auf uns und wir auf den Kiez positiven, dass es sich positiv begünstigt sozusagen. Ja, man merkt so, dass plötzlich gibt es einen Taschenladen hier ums Eck rum oder es gibt nicht mehr Döner an Döner, sondern plötzlich einen veganen Laden für Reisrollen oder sowas in die Richtung. Also man merkt so langsam, es ändert sich so ein bisschen. Das Klientel ändert sich vielleicht langsamer, aber es kommen plötzlich neue Ideen, neue Sachen. Es gibt dann ein oder zwei Cafés plötzlich oder so einen Strickladen für Strickzeug, die plötzlich aus dem Boden entstehen. Und das merkt man, das kriegt man mit, ja. Und über die Zeit hat sich auf jeden Fall einiges verändert, wenn man sich die Architektur anguckt vor allem. Und am Anfang war es ein bisschen anders. Und jetzt ist auf jeden Fall viel bunter. Und Schöneweide hat sich sehr stark verändert. Also ich würde sagen, so den drastischen Veränderungen hat man so bestimmt in den letzten ungefähr so zwischen 5 und 8 Jahren gesehen. Sehr viele junge Leute ziehen jetzt hierher und sehr viele Leute ziehen aus Schöneweide raus und Schöneweide ist stark am Wandeln. Ich mag den Standort hier. Die Gebäude sind schön, man hält sich hier gerne auf, man hat sonnige Plätzchen. Es wäre natürlich schön, wenn etwas mehr Banken oder Tische draußen zur Verfügung stehen würden, damit man sicherlich nicht um dieselben Banken streiten muss. Aber ansonsten finde ich es auch sehr angenehm hier. Die Lage am Wasser ist geil, wobei man das dann auch mal zu wenig nutzt, ist immer das Problem. Wenn du dann erstmal was Geiles hast, am Ende nutzt es dann noch zu wenig. In Schöneweide entdeckt man immer so, entdeckt man halt was. Ich bin ja gar nicht vorher drauf gekommen, dass es hier so coole Hinterhöfe gibt. Das überrascht mich. Und so wie ich das hier in Schöneweide sehe, haben wir halt hier noch relativ viele Flächen, die nutzbar sind. Und ich glaube, das haben wir zum Beispiel ganz gut genutzt und auch noch ein paar andere. Und deswegen glaube ich, dass es ähnlich überall gewesen wäre. Und speziell in Schöneweide ist halt eine gute Gegend, die früher halt auch einen schlechteren Ruf hatte. Und wir davon, glaube ich, auch ganz gut profitieren. Also, das klingt jetzt böse, aber dadurch sind die Mieten, glaube ich, immer noch relativ gering im Gegensatz zu allen anderen. Und dadurch können wir hier leben. Und von Schöneweide hat man einen sehr schlechten Ruf eigentlich so im Allgemeinen. Wenn man sagt, okay, ich komme aus einem Bezirk, irgendwie aus Koschus Schöneweide, dann denkt man, hat man eigentlich eher so einen negativen Aspekt im Kopf dort. Schöneweide ist nicht wirklich sehr bekannt. Aber ich finde es ja ganz schön hier. Ja, es ist schon ganz schön weit weg. Muss man schon sagen. An sich ist es ja ganz schön hier, aber der Weg. Wir haben Bienen, wir haben Insektenhotel, das Gärtnern dazu und das macht die HTW und die Bereich Schöneweide. Macht es einfach total schön und vor allem ist es auch so, dass am Wochenende, wenn hier gebaut wird oder gegrillt wird teilweise, kommen viele Nachbarn, die sagen, das finden sie super, super spannend und verfolgen das halt so ein bisschen mit, wie sich das alles entwickelt und immer größer wird. Schöneweide ist ziemlich cool irgendwie, aber ich finde halt, noch fehlt einfach das Besondere. Also, dass man hier auch so abends machen kann, hier wohnen so viele Studenten, jetzt 4 oder 5 Studentenhäuser, hier wohnen bestimmt 1000 oder 2000 Studenten und noch ist nicht richtig viel los. Aber ich glaube, es kommt nicht. So, ich weiß nicht, vielleicht 2 Jahre oder 1 Jahr oder so. Also das ist gerade ein bisschen meine Angst, dass jetzt dieses HTW tut hier was in Schöneweide. Die Investoren, die gerade sozusagen nach Möglichkeiten suchen, ihr Geld unterzubringen und in Bettung investieren wollen, gehen nach Berlin, weil es dort noch halbwegs billig ist, sehen in Schöneweide und viele Studierende der Baumann-Studentenwohnheime. Das heißt, wir haben dann irgendwann 20 Studentenwohnheime, wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst habe, dass das einfach Schlafstätten werden und dadurch der Kiez halt mit Cafés und so weiter nicht belebt wird, also sich die Leute quasi die Cafés nicht rentieren. Und das fände ich irgendwie eine negative Entwicklung, ehrlich gesagt. Also ich wäre froh, wenn man den Spirit hier so ein bisschen nutzt und da sieht, wer hier gerade so ist und wenn man uns machen lässt und sich die Flächen nicht von irgendwelchen Investoren oder so wegnehmen lässt. Ich bin jetzt auch nicht der größte Gentrifizierungsexperte. Aber ich glaube, dass die Gefahr momentan besteht, dass sich die Flächen gekrallt werden und ich hoffe, dass das nicht passiert. Und alles andere stört mich eigentlich nicht. Da ich hier wohne, habe ich kein großes Problem mit der Tram-Situation. Also, insbesondere wenn man morgens so zwischen 9 und 10 Uhr die Rush-Hour versucht, irgendwie zur Hochschule zu kommen, ist das eine Qual. Also die Straßenbahnen sind rappelvoll. Das wäre auf jeden Fall so ein Punkt,
wo ich mir wünschen würde, dass es da irgendwie Verbesserungen gibt. Ich glaube, die Gentrifizierung findet statt. Da muss man nur die Augen aufmachen. Das ist auch gar nicht vermeidbar letztlich. Aber dass es einfach ein gesundes Maß hält, das wäre mir einfach irgendwie wichtig. Und dass wir unseren Beitrag dazu leisten können als Hochschule. Weil ich will ungern so ein dieses anonyme Ding sein, was jetzt da in dieser Hochschule sitzt, und ich will schon auch nach außen sichtbar sein und irgendwie die Leute einladen zu gucken, was wir machen, Werkschau und so weiter und so fort, diese ganzen Sachen lange nach der Wissenschaft, die wir machen. Ich will da schon, ich fände es schön, wenn wir eine Offenheit haben und die Offenheit auch angenommen wird. Also, dass die Leute hier auch mal kommen und gucken, was ist aus den alten, was ist denn aus dem alten KWO jetzt letztlich geworden. Ach, Schöneweide soll einfach nur schöner werden.